Ehrlich. Absolut ehrlich. Ich mag es, wie sie auf Menschen zugehen kann. Und wie sie andere ermutigt, ihre Meinung zu äußern. Es ist Zeit, wirklich Zeit, dass sich da was ändert. Sie vereinigt Interessen von jedem und nicht nur von einer bestimmten Gruppe. Sie geht auf die Menschen zu. Sie spricht mit den Menschen auf Augenhöhe. Gerade durch ihre Ruhe, die sie manchmal ausstrahlt, wirklich Leute bewegen kann, Leute mitreißen kann und Leute auch berühren kann. Und ich glaube, das ist gerade heute ganz wichtig. Ehrgeizig, kämpferisch, authentisch, ja, eine taffe Frau, also die man eigentlich so vermisst in der politischen Landschaft. Das könnte meine Nachbarin sein. Ja, die man gerne beim Einkaufen trifft. Hochdeutsch oder Niederbayerisch? Nee, Hochdeutsch, passt schon. Natascha kann Stammtisch und ich glaube, das ist in Bayern wichtig. Sie redet nicht so sehr im Wischiwaschi. Sie sagt ganz klar, was sie meint, auch wenn sie teilweise damit vielleicht mal aneckt. Sie konnte es. Und sie konnte ja die anderen gegenüber durchsitzen. Als junge Frau ist es sehr ermutigend, endlich mal eine Frau vorne zu sehen. Dass sie unsere SPD wieder stark macht, gerade in Bayern. Dass die Wähler wissen, woran sie und was sie eigentlich an uns haben und dass sie uns gut vertreten kann. Dass die Menschen wieder die Sozialdemokraten schätzen, wie sie es eigentlich sollten.